Volksfeste, hat Frau Wittmann eben auch schon gesagt, sind ja Wirtschaftsfaktor und auch Jobmaschine ohne Ende in der Region. Was bricht denn da alles weg, was nicht auf den ersten Blick offensichtlich ist, was durch Corona passiert ist? Ja, die ganze Infrastruktur, die das Volk jetzt braucht, beginnend von Strom- und Wasserversorgung, die städtischen Betriebe in Vorleistung gehen, dann natürlich ganz wichtig unsere Bedienungen auf dem Volksfest, die sind ja alle angewiesen auf das Trinkgeld, wie auch in der normalen Gastronomie auch. Und unser Personal, die ganzen Zulieferer, die wir haben und natürlich auch die ganzen Unternehmer, wie wir selber alle sind, und unsere Firmen, die die Fahrzeuge produzieren, die wir brauchen, das sind ja alles Sonderfahrzeuge oder die Fahrgeschäfte, die Fabriken, die stehen ja alle still. Und es traut sich ja keiner mehr, irgendwas zu investieren, weil man ja gar nicht weiß, wann wir denn öffnen dürfen. Wir haben ja jetzt seit 16 Monaten eigentlich ein sogenanntes Berufsverbot. Wir können ja gar nichts machen. Wir würden gerne ein kleines Volksfest starten. Wir würden auch mal nur einen Versuch mal starten, wie man das Corona-bedingt nach allen Vorgaben, die jemand möchte, die Regierung möchte, die das Gesundheitsamt möchte, einmal machen, dass man mal sieht, was man vielleicht noch verbessern könnte an dem Ganzen. Aber das ist, wir haben keine Chance. Wir führen Gespräche, unser Berufsverband, auch mit der Staatsregierung, mit allen Verbänden und, auch in ganz Deutschland. Aber wir haben nirgends ein sicheres Konzept, wo man sagt, jetzt stellen wir aber doch einmal so ein kleines Volksfest zusammen und lassen wir das einmal laufen. Und dann sehen wir es doch und dann macht man es halt wieder zu. Also wir sind so weit, dass wir das ja alles machen würden. Bloß wir haben ja keine Chance, dass wir es machen dürfen. Frau Wittmann, muss da der Staat nicht mehr Hilfe leisten? Da steht doch wirklich eine Branche vor dem Ende. Ja, der Herr Buchner hat vieles richtig gesagt und das spricht man so aus mit dem Herzen. Fakt ist, unsere Veranstaltung, unsere Volksfeste, das geht ja los von der dickgebackenen Musik, sage ich, von der Blasmusik, über die identitätsstiftende Kleidung, dass wir Frauen uns in den hübschen Dirndl reingeben und die Burschen und Männer in der Lederhosen. Das prägt ja nicht bloß das Bild Bayerns nach außen, wie andere uns wahrnehmen, sondern das ist ja wirklich gelebt. Also es macht ja jeder gern von uns, dass er sich dann an den Tisch hinsetzt, wo man sagt, naja, ich weiß jetzt gar nicht, wer da sitzt, aber mit dem komme ich ein bisschen ins Gespräch bei einer deftigen Brotzeit und bei einer Maß Bier. Das ist ja das, was bei uns das Lebensgefühl ausmacht, was Bayern schön macht und was unsere Lebensqualität ausmacht. Also all das geht ja verloren. Und wie der Christian Buchner schon wirklich gesagt hat, es ist ja jetzt die Schaustellerbranche an sich, aber die ganzen Vorlieferanten, die da sind. Also die Mitarbeiter einerseits, sowie auch die Bedienungen und vom Servicepersonal über Security und andere, also die ganze Veranstaltungsbranche, das Musikequipment, die da aufbauen und die Techniker. Also da geht so viel verloren an wirtschaftlicher Kraft und auch wirtschaftlichen Wohlstand für die ganzen Mitarbeiter, aber natürlich auch an Lebensqualität für die Bevölkerung. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, welche Feste haben wir denn eigentlich noch, wo wir gemeinsam feiern? Also meine jungen Leute, also meine Kinder, die hören eine ganz andere Musik zum Teil und gingen auf ganz andere Veranstaltungen, gingen viel später fort. Und meine Wenigkeiten, ja, ist ein bisschen ruhiger vielleicht und geht da und dahin, aber Volksfeste sind doch die wenigen Veranstaltungen, wo Jung und Alt noch gemeinsam feiern. Der Christian hat ja gesagt, da gibt es die Familientage und dann gibt es die Seniorentage. Aber man sitzt sich doch an einem Tisch, egal an welchem gesellschaftlichen Rang. Man sitzt nebeneinander, spricht über das eine oder andere, feiert gemeinsam. Also ganz leger, unkonventionell in unserer bayerischen Tracht. Und mit unserem bayerischen tollen Essen und guten Bier, also das ist ein Lebensgefühl. Und das geht uns alle so extrem ab, neben dem wirtschaftlichen Erfolg, aber auch das Lebensgefühl. Und gerade die Volksfeste, man muss sich das nur mal vorstellen. Man geht schon als Kind hier, fährt Kinderkarussell und dann später als Jugendlicher steht man dann beim Autoscooter und so weiter. Und später ist man halt vor der Musikkapelle in der ersten Reihe. Und dann ganz später, ja, da geht man auf eine gemütliche Brotzeit und ganz später trifft man sich halt mit seinen Senioren nochmal. Aber das bewegt uns das ganze Leben hindurch und es gibt wenig so Veranstaltungen, wo wirklich noch gemeinsam gefeiert werden. Und das geht total ab. Und man muss jetzt sagen, die Branche der Schausteller, die ist noch ein bisschen schwerer gebeutelt wie die Gastronomen an der Stelle. Also ich kritisiere gern und an der Politik.
Und ich mache das auch und ich fordere das auch immer ein und ich trage meinen Beitrag dazu. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel die Gastronomie hat 75% November- und Dezemberhilfe gekriegt. Also das war gut und richtig. Gott sei Dank haben sie das bekommen. Aber ein Schausteller, der zum Beispiel keinen Christkindlmarkt hat, der hat 75% von null, ist heute mal null. Und da gibt es schon sehr spezielle Probleme bei den Schaustellern, die individuell einfach durchs Raster fallen. Und da braucht man auch Lösungen für diese Probleme. Denn viele dieser Kollegen, die haben entweder ein Darlehen aufgenommen und haben gesagt, sonst kommen wir nicht über die Runden, oder haben Lebensversicherung vorher gekündigt, dass sie halt was haben. Also es gibt sehr viele individuelle Branchen, die spezielle Probleme haben und da muss die Politik auch Antworten finden. Also da gäbe es Lösungsvorschläge. Ich weiß, es ist das große Ganze, also wir haben da Probleme, die Politik bemüht sich auch, aber an vielen Ecken und Enden sind sehr viele Einzelschicksale noch betroffen und die muss die Politik auch noch lösen. Herr Buchner, was würden Sie sich denn wünschen? Was ich mir wünschen würde, dass man wieder sich treffen kann auf einem Volksfest, auf einem Jahrmarkt oder einem Verkaufsoffenen Sonntag, dass sich jung und alt trifft und lacht. Weil das Lachen, das geht so ab. Das ist nur so ein Kinderlachen, wenn man einem Kind einen Luftballon gibt. Wir haben in Landshut jetzt einmal so das probiert und haben so einen Luftballonstand aufgestellt, wird sich das Kind gefreut oder die Jugendlichen, die wo das erste Mal auf ein Volksfest gehen dürfen, mit 16 Jahren endlich mal weggehen und unbeschwert sich, wie die Jutta gesagt hat, in der Tracht sich mal zeigen können. Die sind ja lauter hübsche Mädel und hübsche Buben. Und die dürfen sich nicht sagen, das gibt es doch nicht. Das muss man doch einmal ermöglichen, dass man mal eine Chance macht, dass man sagt, pass auf, in irgendeiner Stadt macht man das einmal ganz schnell, spontan. Da muss eine Lösung von der Regierung geben. Das ist so ein Herzensangelegenheit von mir, weil wir haben alle eine schöne Jugend verbracht. Das, wenn man denen erzählt, die kennen das gar nicht. Die sitzen vor einem Computer dort und werden virtuell einer Getränk an sich zuprosten. Aber das Reden miteinander, das hilft ja. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn man das jetzt nicht ganz schnellstmöglichst macht und umsetzt, dann weiß ich nicht, wie weit, dass man mir den Kindern oder den Erwachsenen noch helfen können, wenn wir mir aufmachen. Weil die haben das Lachen mittlerweile verlernt. Und das ist das Schlimmste.